Ist nur so Skorpion. Er hat sie verloren. Ah gut, dann kann die ja hier überall eigentlich liegen. Oder ist die markiert? Könnte sein. Also viel Muni habe ich nicht dabei. Ah, die sieht nicht so heftig aus, aber wahrscheinlich ist sie stark. Aber naja. Werde ich mal testen. Sieht wirklich nicht spektakulär aus. So klein. Naja. Geht. Verdammt. Ich habe hier keine Markierung, aber hier irgendwo in der Umgebung. Toll. Das ist ein winziges Gebiet. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich habe natürlich keine Markierung, oder? Aufgaben. Toll. Moment, bei sonstige ist da irgendwas? Es ist doch schlimm. Tja, das Problem ist halt, dies soll hier irgendwo liegen. Irgendwo, wo ganz viele Skorpione sind. Da vorne sind Skorpione. Mal hingehen. Wenn ich es jetzt dann nicht finde innerhalb der nächsten Zeit, könnt ihr mir ja vielleicht weiterhelfen. Einfach unter das Video schreiben. Oh. Wenn ich noch treffen würde, wäre die wirklich genial. Wirklich genial. Na, ich habe ja nicht so viel Munition dafür. Ja, die Waffe ist alles andere als genial. Naja. Kann ja sein, sie liegt hier irgendwo. Wo ist der Skorpion? Ach so. Toll. Und das schaut jetzt komisch aus. Das kann ich doch mitnehmen, oder? Ja. Kugelkaktus. Kannst du mal aufhören, so zu wackeln? Ja, wow, wow, wow. Gut, Rex. Guter Hund. Finde die Waffe. Wer kann der Waffen riechen? Es kommt nur so ein bisschen, dass ich hier mich wahrscheinlich schwer tun werde, eine Waffe zu finden, die nirgends markiert ist. Er hat nicht mal gesagt, wo er die verloren hat. Nur das. Und wir schmeißen hier Skorpione durch die Luft. Oder wir lassen sie fliegen. Also hier noch mehr Skorpione. Hoffe ich jedenfalls, dass es normal ist. Ja. Sehr schön. Waffe. Waffe suchen. Toll. Toll, 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 toll. Wo soll die Waffe liegen? Also von hier sehe ich sie nicht. Es gibt halt wirklich viele Skorpione hier rund um das Gebiet. Hat er irgendwie eine Richtung gesagt? Ich kann da nicht so zurückspulen. Das ist ein Problem. Ja, so eine Rückspulfähigkeit. Wäre schon was. Ach, kann der Hund nicht irgendwie sowas suchen? Ich will einen Befehl suchen. Oh, das Gesicht. Hä? Das ist so... das ist so ein Moment, wo ich mir wünsche, dass du sprechen könntest. Hä? Das ist meine beste Antwort. Ja. Ah, armer Hund.
Wirst du mir sagen, dass ich die nächste Person erstechen soll, die mir begegnet? Ist ein radioaktiver Wirbelsturm im Anmarsch? Ist jemand in einen Brunnen gefallen? Wirbelsturm. Brunnen gefallen. Riechst du einen Hinterhalt? Nach unten. Wird es bald regnen? Riechst du einen Hinterhalt? Aha. Ich habe eine Kartmarkierung. Schauen wir uns diesen Brunnen mal an, mein Braver. Toll, er versteht mich echt. Schlimme Sache. Ich habe einen Brunnen dazu bekommen. Allein die eine Brunnenmarkierung ist ja schon heftig. Wo ist der? Ich werde ihn nicht finden. Alleine schon die Karte, die... Naja, was soll ich sagen? Wie soll man denn da einen Brunnen finden, der plötzlich markiert wurde? Ich will die Waffe finden. Ich will die Waffe. Dann kriege ich Geschenke. Wäre doch passend zu Weihnachten. Wie die Gegend überall im Boden stecken. Und das jetzt auch noch Verzerrungen gibt. Also das ist nicht mehr schön. Ja, untersuche ich mal weiter. Es kann eh nur an Stellen liegen, wo der Zaun offen ist. Was ich auch komisch finde, die haben sich ja nachts rausgeschlichen. Ah, wir haben 6:06 Uhr am Abend. In der Nacht ist hier doch so ein Sandsturm in dem Gebiet. Wie die da sich rausschleichen können. Merkwürdig, ganz merkwürdig. Wenn hier viele Skorpione sind, weiß ich, ich bin richtig. Ja, hier sind nur Tote, aber ja, da haben wir aufgeräumt. Könnte überall liegen. Ich weiß nur, dass Rex manchmal was markiert, wenn man irgendwie drauf zielt oder sowas. Oder wo nachschaut, in ein paar Sachen dann und nein, dann werden die anderen auch markiert. Merkwürdig. Die kann überall liegen. Wie sie feststeckt. Wie sie einfach jetzt durchgeportet wurde. Ja, hier waren wir ja gerade vorhin. Haben die eigentlich was dabei? Zentaurenblut. Wiegt nichts, ist aber was wert. Dass es sowas gibt. Gleich mitnehmen. Ja, ein bisschen radioaktive Strahlung tut uns gut. Kriegt man schöne Haut davon. Ich rede gerade nur Scheiße. Nein. Nein, ich glaube nicht, dass die hier waren. Naja, ihr könnt mir sagen, wo die ist. Weil es ist halt wirklich nicht lustig, jetzt so zu suchen in Aufnahmen, da sie nämlich dann nur hin und her laufen und das stelle ich mir langweilig vor für euch. Moment, lebt da ein Skorpion? Kurze Untersuchung. Nö, tot. Nee, der ist tot. Aber was ich machen kann, wäre Radio leise anmachen. Ja, so ein bisschen im Hintergrund. Wow. Fehler. Es ist immer noch sehr verbuggt, würde ich sagen. Oh ja.
sehr stark. Also das ist einfach buggy. Axt. Pistole. Ob ich die jemals finden werde? Naja, wie schon gesagt, schreibt es mir einfach. Jetzt müssen wir hier als nächstes so viele Aufgaben machen. Ich glaube, Salat regt mich doch ein bisschen auf. Mit den drei, zum ältesten McNamara. Optional, dem obersten Paladin helfen, den ältesten McNamara seines Amtes zu entheben. Optional, ja, er hat uns halt das freigegeben, deshalb könnte ich ja nachschauen. In den PCs. Ach, Geschichtsdaten. Hey, die Teile hier in der Luft. Staub. Geschichtsdaten. Kann er noch was dazu sagen oder muss ich das suchen? Wieder mal. Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie... Okay. Tschüss. Ja, er hat uns eh freigegeben, das. Ich muss nur wieder den Raum finden. Sie sehen gut aus, Ramos. Der war ja weiter unten. Okay. Ach, genau, das sind diese ganzen komischen Leute. Obergelehrter. Schüler. Schüler oder Schüler? Also hier steht... Hi. Oh, ein Behandlungsraum.